Er war kein Mitläufer. Er war nicht einfach. Er war sich selbst treu. Er war authentisch. Für mich war er ein großartiger Künstler und vor allen Dingen jemand, der mich immer sehr beeindruckt hat. Exzentrisch, ja. Tiefsinnig, ja. Widerspenstig, ja. Aber ich glaube, man muss solche Charaktereigenschaften haben, um ja, sein Inneres, sein Ich auch so vielfältig ausdrücken zu können. Das war eine bemerkenswerte Person, die es wahrscheinlich vorher mitgegeben hat und hinterher und jetzt und in der Vergangenheit so schnell in Erding auch nicht wieder sein wird. Ich bin, was ich war, ich werde sein, was ich bin. Das hat der Rudolf L. Reiter mal gesagt, das ist ein Zitat von ihm. Und ich glaube, nachdem hat er auch gelebt, hat er sein künstlerisches Werken, sein Schaffen ausgerichtet. Für mich bleibt eins, es bleibt immer ein fröhlicher, ein streitbarer, aber letztendlich ein Mensch, der eben das Leben schon auch ein Stück bereichert hat. Ich denke, er ist ein unverzichtbarer Vertreter der Zeit.